Ich spüre, wo die Strecken eingezeichnet sind. Ich werde da jetzt auch gar nicht jede einzelne Kreuzung besprechen, ist eh klar. Die Wettkampfstrecken sind sehr gut beschildert. Wir haben also da hunderte von Schildern verteilt. Ich habe die ersten Jahre gesagt, wer sich da verläuft, muss kreativ werden. Eigentlich kann man sich nicht verlaufen. Klar, wir haben nicht an jeder Kreuzung ein Schild aufgehängt. Wir gehen davon aus, dass die Leute logisch laufen. Also wenn ich auf einem 2 Meter breiten Weg laufe und es ist kein Schild und links geht ein Trampelfahrt weg, dann bleibe ich auf dem Weg. Dann laufe ich nicht.